Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 4. Januar 2023. Und auch zum Dienstag hat sich unser DAX ziemlich gut geschlagen. Er zeigt, dass er stark sein will. Er zeigt, dass er das Zeug dazu hat und auch die Motivation. Und ja, es ist bloß die Frage, ob er den Ring auch überlebt und nicht als Blutleiche hier hinten rausgeht. Die Amerikaner sind nicht gut reingestartet und haben eigentlich, sag ich mal, das Bewegungsverhalten des letzten Jahres beibehalten. Und das wird vermutlich, wenn sich das nicht schlagartig noch ändert und da richtig Schmackes reinkommt, dann auch auf unseren DAX wieder zurückschwappen und anstecken einfach, ne? Das sieht man sehr häufig. Wir hatten im DAX darüber gesprochen, dass der insbesondere, wenn er über 14.000 bleibt, ne, wir haben gesagt 14.100, ne? Wir haben, glaube ich, gesagt, wenn er über 14.100 bleibt oder sich drüber drückt, dass er dann bestimmt in die 14.180 und eben auch in die 14.270 reinrennt und dass es dort dann sehr, sehr, sehr wichtig wird, wie er zurückkommt, weil wenn er dort mit richtig Schmackes wegtritt, und das ist er, ja, also die Stundenkerze, die zählt vollkommen, könne er durchaus nochmal das Bewegungsmuster versuchen abzuleiten. So, und das ist jetzt quasi die große Aufgabe für den Mittwoch. Das zu probieren. Sollte der sich zum Mittwoch unter der 14, ich würde den wirklich engmaschig anziehen, unter der 14.145, unter der 14.150 wegtauchen, würde ich fast erwarten, dass er den Tag versucht, das mal auszukontern und auf 14.100, aber eben auch auf 14.011, 14.000 zurückfällt, um einfach den Tag auszukontern. Das wäre dann erster Step. Gegebenenfalls schon mal ein bisschen drunter anstechen, leicht zurück. Und dann würde er am Donnerstag hier auf den Gap Close hier unten gehen und die Woche quasi ins Minus stellen. Ja, das wäre so meine Erwartungshaltung auf der Unterseite, aber unter 14.145, unter 14.150 brauche ich ihn dafür. Sollte der uns über die 270 jetzt noch rausgaloppieren, dann wird er sehr, sehr, sehr optimistisch und dann wird er leicht übermütig sogar, aber kann locker 360, 380 und den Bereich hier zwischen 445 und 500 erreichen. Ja, also nicht dann zu sehr gegenstellen, weil man sagt, okay, ja, muss ja runter, weil die Amerikaner so schwach sind und wie auch immer. Nein, muss er nicht. Ja, also wenn er Stärke zeigt, dann lasst ihn noch das machen. Ja, man kann ihn immer noch shorten, wenn er richtig nach unten anfängt einzudrehen, wieder richtig eklatante Schwäche zeigt. Ja, momentan hat er sich wirklich gut geschlagen, das muss man ihm so lassen, aber wir hatten da schon mal drüber gesprochen, diese Bewegungsverhalten, hier scharf runter. Hoch, zack, zack, zack. Und hier, bim, oben ran, 2,80, ne, hat man gestern uns hergeleitet. Es würde reinpassen, wenn er sich jetzt die Grätsche macht. Aber ich bin unter 14,150, unter 14,140 sehen. Ja, drunter bin ich schon orientiert. Und ich sag mal, darüber etwas zurückhalt noch. Und geht er uns über 2,70, wäre ich sogar leicht positiv noch in die 3,60, 3,80 und in die 4,45, 4,500 rein. Ja, das soweit dazu. Dann würde ich es dabei auch sogar belassen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.